Hey Leute, weiter geht's mal mit einem Video und zwar zum Ende von Dragan Event. Ich habe jetzt auch schon alles weggehauen, was wegzuhauen ging. Und ja, ich habe mich auch für eine neue Farbe beim Mantel entschieden, für Rosenrot, wie ich es schon mal gesagt hatte. Finde ich, sieht sehr stylisch nett aus. Ich bin eher der Typ, der es bisschen farbenfrohe Sachen mag. Also ich hatte auch schon ich hatte auch schon gelb auf dem Mantel. Ja. Aber rot finde ich doch etwas stylischer. Bei der normalen Standardfarbe vom Mantel sieht man halt diese, wie soll ich es nennen? Diese Aufmalung von dem Mantel nicht so nice. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Jo, Löwen könnt ihr ja sehen, habe ich auch bekommen. Und was machen wir noch in diesem Video? Wir haben erstmal hier 547 Dietriche. Da kommt noch ein extra Video dazu. In diesem Video geht es nämlich vor allem darum, die mache ich dann erst mit 45 auf. Ja, legendärer Schmuck kann ich auch noch warten bis 45, weil ich eh bald leveln werde. So, hier haben wir dann unsere schönen Cubes, ja. Aber darum geht es uns auch nicht in diesem Video, sondern um diese schönen Edelsteinbeutel. Ja, jetzt machen wir das im Endeffekt so, wie man es macht. Ich ziehe die Edelsteinbeutel hier rein und hier habe ich eine freie Seite aufgemacht und auf der anderen Seite ist im Endeffekt nichts frei. Und dann mache ich jetzt mal die Edelsteinbeutel auf. Cool. Nochmal cool. Saphir ist schon mal okay. Onyx, scheiße. Gucken wir mal erstmal die 3, damit wir einen Platz mehr haben. Das ist cool. Geschliffener Saphir. So, jetzt sind wir schon ziemlich am Maximum unserer Möglichkeiten. Ja, die 5 Stück werden noch mal kurz auf uns warten müssen. Also hier, wir hätten 1, 2, 3, 4, 5. 5 geschliffene. 6, 7 geschliffene, der Rest normal. Und ich packe die jetzt einfach mal erstmal. Oh genau, hier packe ich mal 3 rein. Und den Sargon-Schild packe ich mal noch 3. Oder 2. Wir haben ja 5. 5 Teile noch zum Öffnen. 1, 2, 3, 4 und 5. Jo, Ausbeute war jetzt hier nochmal ein Rubin. So, geschliffener Saphir, den packen wir hier rein. Dann, ups. Dann müsste ich mal gucken. Ja, hier hab ich zum Beispiel zwei 16er. Machen wir mal zu einem 30er, packen hier schon mal zwei 33, der 33er rein. So, hier habe ich überall 33er. Hier auch. Da auch. Also nehmen wir dann natürlich die nächst höhere Stufe, aber ich mache erstmal die hier noch zusammen.
3,33er drin, okay. Da habe ich auch einen 33er. Na gut, die nächste Stufe sind halt 50. Ich könnte natürlich auch auf den 50er gehen. Rüstung ist eh bei 70%. Oder ich mache erstmal weiter mit denen. Ich mache es immer so ein bisschen nach Austauschverfahren, dass man nicht zu viel zu hoch craftet, sage ich jetzt mal. Die drei hier noch. Wieder Austauschverfahren. So, tun wir die zwei hier mal noch raus und machen daraus im Endeffekt wieder einen besseren. So, dann können wir ja mal mit unseren ganzen kleinen Steinchen mal anfangen nebenbei. So, hier haben wir noch 3 Zweier. Also man muss schon sagen, DSO hat hier mit dem Event auch sogar mal ein paar Steine dem Nutzer im Endeffekt, sage ich jetzt mal, spendiert. Weil normalerweise hätte man, also als 45er hätte man sich sicherlich noch mehr holen können. Ich habe jetzt auch nicht so intensiv Knob gemacht. Ich hatte auch ein bisschen andere Sachen zu tun. Also da war auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Mein Ziel waren ja eigentlich 99, aber das hätte ich wahrscheinlich auch nur geschafft, wenn ich nicht so viel zu tun gehabt hätte. So, hier noch. So viele Steine erschlagen einen immer, zack. Zur nächsten Seite vielleicht doch noch ein. Nein, haben wir nicht. 1, 2. 1, 2. Kleinen Dreier noch auf der anderen Seite. Nö. Haben wir noch irgendwo was drinne? Hier sind zum Beispiel noch solche drin. Ach, hier sind noch Lebenssteine drin. Ist auch nicht schlecht. Vorne jetzt mal wieder die kleinen Dinger rein. Einen von denen braucht man noch, wenn ich mich recht entsinne.
So. Hier war der dritte. Gut, und die habe ich über eine rein gemacht. So soll es auch sein. Unten in denen habe ich noch was drin. Damit ich die nicht aus Versehen einschmelze, so ein Einschmelzschutz würde ich euch sowieso bei jedem Unique raten, da zumindest einen Stein reinzumachen, weil wenn er von irgendeiner Party kommt und noch Login macht oder so und sein bisschen angedüdelt, dann ist es relativ schlecht, wenn ihr dann was wegschmeißt. So, ich glaube, das war es jetzt eigentlich. Hier haben wir noch eine Möglichkeit, ein paar 16er zusammen zu machen. War jetzt hier. Haben aber hier keine Möglichkeit mehr, das reinzumachen. Irgendwo noch einen überflüssigen Rüstungsstein drin. Nee, sieht irgendwie nicht so aus. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Schliffen noch. Rüstung haben wir jetzt. Hat schon nicht viel getan. Lebensmäßig. Okay, kann ich schlecht sagen. Mit Lebensring kann ich mehr sagen. Und mit. Okay, also 8000 haben wir auf jeden Fall geknackt mit dieser Sache. Mit der Wasser noch mal ein bisschen mehr. Okay. Ja, da packen wir die. Achso, hier habe ich, glaube ich, meine Erinnerung, wenn die mich nicht trübt. 1,0. Okay, meine Erinnerung hat mich doch im Stich gelassen. 1,0, 1,5. Okay. Hier war auf jeden Fall ein 40er drin, ne? Jo. Dann hatten wir ja schon 120er. Rein tun. Obwohl natürlich hier das mit Waffenschaden, aber der Waffenschaden auf der Waffe ist echt schon Arsch. Haben wir noch ein Ersatzdings? Hm. Nee, nee, nee. Okay, wir sammeln das alles wieder ein. Höre der hier so. Hier meinetwegen noch den und den rein.
Können wir ja fast wieder ein 5er machen und fast wieder ein 6,5er. Das ist cool. Ah, okay, hier sehe ich schon. Ich habe doch 3 von denen. Zack. Muss halt immer mal ein bisschen gucken. Bisschen suchen, wenn die alle so durcheinander sind. Aber ja, ich finde es cool, dass man diesmal in der Richtung halt was bekommen konnte. Und es ist auch nicht gerade ist auch nicht gerade wenig. Halt, stopp. Na Mensch. Hier vorne. Ah, okay, von dem haben wir theoretisch auch gerade noch einen gesehen. Ich bin da gerade nicht ganz sicher. Doch, perfekt. Jo, geht's hier noch einer aus und hier geht sich noch einer aus. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Crit ich jetzt so habe. 36,28. Und so 32,99. Gut, das könnte ich mit ein bisschen was aufklüven wieder rausholen. Obwohl das jetzt hier auch nicht so krass viel ausmachen würde. An der Stelle habe ich kein Crit drauf. Sargon Omelette, naja. Sargon, Siegel des Todes, lol. Gut, hier habe ich Crit drauf und ansonsten hat. Oh, ich hatte ansonsten. Okay. Das ist natürlich jetzt die Frage, es sind halt 6%. Aber mein Speed geht mir auch also ein bisschen auf die Nerven. Von daher. Ach, hier ist der dritte, ich bin auch blind. Nice. So, machen wir das so. Packen das hier im Endeffekt noch rein. Perfekt. Und hier machen wir jetzt noch den und den rein. Dann hat die auch cool Crit hat sie dann. War gerade Speed sagen. Und ansonsten haben wir hier noch 2 Einer drin. Ne, okay. Tun wir hier auch 2 Einer noch extra rein. Hier haben wir noch einen Einer drin. Passen die zwei wieder hier rein. Den können wir dann hier auffüllen. Und die restlichen kommen dann hier rein. Jo. Gut, ich werde immer Premium haben. Zack. Drei Siegesmarken. Ja, das ist halt. Nee. Heb ich nicht auf. Vorhängeschlüssel können wir ja noch gut reintun und das ziehen wir zum Beispiel mal vor. So. Dann sieht es jetzt erstmal so aus. Die tun wir nochmal tauschen. Hier vorne haben wir noch welche. Die gilt es nochmal voll zu machen. Hier auch. Zack. Jo. Und hier können wir nochmal damit auffüllen. Ja, Leute. So. Also von Stein her bin ich jetzt doch relativ zufrieden. Wir können ja, okay, ich mache das dann im nächsten Video im Endeffekt, wo ich dann nochmal
die legendären Kisten aufmache. Bis dahin, euer Zardas. Tschüssi.